ist die Frage, wo geht der Weg weiter her? Folgt mir einfach mal. Es geht jetzt die Stufen nach oben. Anfassen. Nein, ein cleverer Trick. Ihr müsst immer auf den Boden gucken, ob unten auch eine Silikonfuge ist. Eigentlich ganz einfach. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht so eine große Schnauze gehabt und laufe gleich irgendwo frontal gegen die Scheibe. Wo müssen wir lang? Alle Wege führen nach Rom. Das ist ein riesen Labyrinth hier. Aber das sieht ganz gut aus. Hinter uns kommen auch welche, die wollen wir mal ganz kurz fragen. Und wie findet ihr das so bisher, den Kramermarkt? Gut, ja? Gut. Was ist so das Beste? Musikexpress. Super. Und seid ihr schon gegen die Scheibe gelaufen? Nee. Dann folgt uns einfach mal. Weil wenn jemand gegen die Scheibe läuft, dann bin ich das. Wow, und da ist die Scheibe schon. Ich bin voll vorgelaufen, habe gerade noch eine große Fresse gehabt und jetzt werden wir komplett überholt, müssen einmal ganz zurück. Hallo. Hallo. Und wie finden Sie den Kramermarkt bisher? Oh, bisher ganz schön, ja. Was ist so das beste Fahrgeschäft? Da müssen Sie meinen Sohn fragen. Ich glaube, der findet den Topspin am besten, aber ich finde es nicht so toll, wenn er da schon reingeht. Das ist aber jetzt auch interessant für uns, das Preisverhältnis. Wie finden Sie das denn auf dem Kramermarkt? Das ist immer Ansichtssache, ne? Teuer ist es. Finde ich. Ich meine, heute geht's, aber. Und wie lange dürfen. Teuer sind die Sachen halt, ne? Ja, wie lange dürfen die Kinder heute noch? Aber wir sind ja gerade erst gekommen, also noch ein bisschen länger. Kommen Sie aus Oldenburg? Ja, ich komme aus Oldenburg. Dann wünsche ich mir noch viel Spaß. Aber wann nimmt das denn mal ein Ende? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wow, für das Eintrittsgeld hier ist es auf jeden Fall sein Geld wert. Und vor allem, die kleinen Gäste haben ihren Spaß, wie man sieht. Wow. Also, Kamera festhalten, Attacke. Rein! Da sind wir. Ah, noch ein Spiegelzimmer. Oh, oh, ey, Frau, du kochst zu lecker. Guck dir das an. So, jetzt sind wir beim Frisbee angekommen. Ich würde ja gerne mit euch eine Fahrt fahren, aber ganz ehrlich, ich glaube, das geht mit der Kamera nicht. Deshalb fragen wir einfach mal die Leute vorher, ob sie Bock drauf haben und wie der Magen ist. Und wir fragen sie auch nachher. Dürfen wir euch mal ein paar Fragen stellen? Ja. Na los! Von meiner Stadt Oldenburg. Ihr steht jetzt hier beim Frisbee. Ist das eure erste Fahrt, oder? Ja, mit dem Frisbee auf jeden Fall. Für dich? Wie lange seid ihr schon auf dem Kramermarkt? Seit um 3. Sind ihr beide aus Oldenburg? Nein. Kommt ihr her? Hamburg. Hamburg? Ja. Der Hamburger fährt nach Oldenburg zum Kramermarkt. Ist das auch in Hamburg bekannt? Nee, oder habt ihr Beziehungen? Bekannte Freunde. Also ihr seid beide nicht alleine hier, sondern noch mit Bekannten. Okay. Genau. Was steht heute Abend noch an? Ja, feiern. Um 23 Uhr mit der Bahn nach Hause fahren. Das kommt auf jeden Fall gut an. Den Arbeit mal enden. Nett. Geht's dem Magen noch gut? Ja, natürlich. Jetzt eine Kleinigkeit essen, oder? Ein Hugo, denke ich erstmal, ne? Ja. Okay, dann nochmal besten Dank und viel Spaß auf dem Kramermarkt, ne? Jetzt ciao. Angekommen auf dem Boxring hier, wo jeder Kramermarkt-Besucher mal sein Können testen kann. Ich glaube, da gibt es sogar auch einen kleinen Geldbetrag, den man hier gewinnen kann. Wir schauen mal einfach mal rein, ob wir mal so ein paar Bilder auf mal machen können. Wenn wir das mal schauen, gucken wir mal rein. Da ist der Boxkampf. Da boxen auch gerade ein paar Jungs. Wir wollen mal gucken, wer hier von den Jungs gewinnt. So, jetzt haben wir einmal den Chef von dem Boxring hier. Stellen Sie sich ganz kurz einmal bitte vor. Namen, Jörn Hein ist mein Name. Wir sind seit 7 Jahren wieder aktiv hier in Oldenburg und tun Preisboxen ausstellen. Wie ist so die erste Resonanz nach den Tagen? Die erste Resonanz ist gut. Es kommen viele hier aus Boxschulen, weil wir haben viele E-Mails verschickt, 50 circa in den Ringen, und haben gesagt, sollen alle kommen, und es haben sich auch einige davon gemeldet. Okay. Hat es denn schon mal jemand geschafft, einen Kramermarktbesucher hier, einen Boxkämpfer auch zu besiegen? Ja, es war mehr sogar wie einer, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, also insgesamt waren es 3 Mann, wo es geschafft haben. Wir mussten 3 Mal eine Prämie auszahlen. Ein Mann wurde auch schwer verletzt von uns, der hat einen Kieferbruch gehabt. Oh. Der liegt in einem evangelischen Krankenhaus hier in Oldenburg. Aber gut, damit muss man rechnen, das ist Boxsport. Also so eine Prämie, wie hoch ist die, wenn man hier siegt? Es geht von 200 € los bis 500 € in bar.
von 200 bis 500, wie staffelt sich das dann? Nach Gewichtsklasse oder? Es ist je nach Gewichtsklasse. Der kleinste Mann hat eine Gewichtsklasse von 63 Kilo, da geht es ab 200 Euro los und dann immer 50 Euroweise geht es Stufentakt nach oben. Jetzt sagten Sie gerade die Kleinen. Jetzt sehen wir gerade mal zu unserer linken Kleinen im Boxring. Die sind auch schon aktiv dann oder wie müssen wir das verstehen? Ja, das sind meine zwei Neffen und wir machen das seit 1944. Familientradition, mein Urgroßvater machte das schon. Und jeder von uns ist natürlich ein guter Boxer und wir machen das Haus aus. Okay, dann wollen wir mal die Jungs fragen, was sie davon halten und ob sie mal so eine kleine Kostprobe uns geben. Dankeschön schon mal vorab. Hey Jungs, kommt mal her. Stellt euch mal eben vor, wie heißt ihr denn? Jesse heiße ich und ich heiße Eddie. Wie alt seid ihr? 12 bin ich. Ich bin auch 12. Ihr boxt schon relativ gut hier, ne? Wie lange macht ihr das schon? Ich glaube 4 Jahre oder so, aber nicht so lange. Und du? Auch. Auch? Und wann ist die nächste Boxrunde hier heute? Keine Ahnung. Machen wir. Und wer bist du? Du kommst ja auch noch dazu? Ja, ich bin der Philipp. Der FGM? Was? Du boxst auch hier, oder? Ja, ich boxe auch am Zimmer. Und auch schon mal, wer hat denn von euch schon mal einen richtig auf die Nase gekriegt? Ja. Schon richtig? Jetzt gerade. Von dir, oder? Ja. Auch schon gebrochen gewesen, oder? Nee, nur halt schon mal. Tja, so richtig verstaucht und so. Und wie man sieht, die Jungs sind gut unterwegs. Ich glaube, ich wäre schon bei dem einen oder anderen Schlag, ehrlich gesagt, zu Boden gegangen. Aber die Jungs sind hart im Nehmen. Jetzt haben wir nochmal den Geschäftsführer da von dem Boxring. Haben die Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten haben die Besucher auf Sie zuzukommen, um hier mal in den Boxring zu steigen? Wo müssen Sie sich melden? Also wir sagen das jedes Mal am Mikrofon durch, es kann sich jeder melden. Ob er Erfahrung oder nicht Erfahrung hat, Leute werden nicht so brutal zusammengeschlagen, die wir noch nie geboxt haben. Da stehen wir ein bisschen die Handbremse an. Aber im Großen und Ganzen kann sich jeder melden. Das Boxen ist kostenlos, dafür muss man nicht zahlen. Gibt es da irgendwie eine E-Mail-Adresse für die Besucher, wo sie sich im Vorfeld melden können? Oder? Nein, die brauchen einfach nur hier erscheinen, sag ich mal, wenn Start und Beginn ist, sich melden und dann nehmen wir jeden an. Jeder kommt dran, der boxen möchte. Okay, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass wir mal Einblick haben durften.